Zum vorletzten Mal Regionalliga-Fußball in dieser Saison hier im Stadion am Zoo. Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Im vorletzten Heimspiel gibt es zwei Veränderungen beim WSV in der Startformation im Vergleich zum Spiel beim KFC Uerdingen. Für Marco Cirillo und Jorben Uphoff sind heute Semir Saric und Michael Blum in der Startformation. Das sind hier die Highlights bei WSV TV. WSV gegen Gladbach. Unser Cheftrainer ist bei uns, Christian Britschow, lass mich gucken, heute ohne Sorgenfalten. Richtig. Wenn die Mannschaft so aufspielt, wenn die Mannschaft sich mal so belohnt, auch tore technisch,
dann werden die Sorgenfalten zumindest kleiner. Also sie sind nicht mehr zu übertünchen, da bräuchte man jede Menge Botox, aber schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Falten. Aber zur Halbzeitpause 3:0, der WSV heute deutlich höher führen können, oder? So seltsam sich das anhört, wir haben in der ersten Halbzeit Chancenwucher betrieben. Zumindest in den ersten 35 Minuten, in den letzten Minuten wurde es dann besser. Da müssen wir wirklich effektiver werden, um uns dann, ja, ich sag mal, solche Druckphasen und Perioden des Gegners dann wirklich, wirklich zu klemmen. Aber das ist etwas, das verfolgt uns ja jetzt schon eine ganze Zeit. Da müssen wir Stück für Stück weiter dran arbeiten, das kriegen wir auch hin. Wie hast du das 3:1 gesehen? War der Ball hinter der Linie? Alle sagen ja. Also eine eindeutige Kiste, natürlich ärgerlich für Sebastian Wickel. Trotzdem 3:1 hochverdienter Sieg heute. Was nehmen wir jetzt mit für das letzte Spiel am kommenden Sonntag hier gegen Köln? Das ist schön, dass du mich 5 Minuten nach dem Spiel, wo ich richtig gut gelaunt bin, schon wieder an das nächste Spiel erinnerst. Vielen Dank dafür. Arbeit geht vor. Arbeit geht vor. Danke, dass du mich daran erinnerst. Wir nehmen mit, dass wir noch einmal alles reinschmeißen müssen, dass wir hoffen, dass wirklich die Hütte noch mal voll wird, dem Tabellenstand angemessen, der Leistung der Jungs angemessen, hoffe ich, dass sich alle noch mal aufraffen und uns Sonntag hier lautstark unterstützen und den Jungs noch mal so einen gebührenden Abschied bereiten. Dass du mit einem guten Gefühl hier rausgehst, Platz 4 aktuell. Alle gehen mit einem strahlenden Gesicht heute nach Hause und du dementsprechend auch. So sieht's aus. Christian Britschow, vielen Dank. Dankeschön. Kevin Pitlick ist bei uns. Der WSV gewinnt 3:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Würdest du unterschreiben unter der Schlagzeile, der WSV gewinnt hochverdient dieses Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns vorgenommen, hier ein gutes Spiel zu machen. Ich finde, das haben wir gemacht. Unglücklich, dass eine Gegentor kassiert. Aber passiert. Ich sag mal, wir kriegen Tore und schießen Tore zusammen. Und ja, wir können auch, finde ich, höher gewinnen. Also in der zweiten Halbzeit waren die vielleicht ein bisschen dominanter, die Gladbacher. Aber in der ersten Halbzeit könnten wir auch höher führen, auf jeden Fall. Der hätte auf jeden Fall die Führung höher ausfallen können. Unter anderem hat Enes Topal ja auch die Riesenchance gehabt, wo er den Torwart anschießt. Also insgesamt für dich eine bombenstarke erste Hälfte, wo der WSV von Beginn an gezeigt hat, wer hier Herr im Haus ist. Ja, auf jeden Fall. Also ja, die erste Halbzeit war super, wie gesagt. Zweite Halbzeit müssen wir noch an ein paar Sachen arbeiten, aber sonst ja, war es ein gutes Spiel. Also es sind Kleinigkeiten, die wir jetzt bemängeln können, aber ich finde, insgesamt das Große und Ganze war es ein sehr gutes Spiel von uns. Kevin Pitlick, vielen Dank. Ja.